Wieder einmal begeben wir uns nach einem anonymen Tipp auf die Suche nach einem abgelegenen, verlassenen Haus in den Wäldern Mitteldeutschlands. Nach einer Weile auf einem modrigen Pfad, der als Forstweg genutzt wird, taucht direkt an den Bahnschienen das besagte Haus auf. Da ist der Eingang zum Haus, links so eine kleine Veranda. Kann man sich so ungefähr vorstellen, was für eine Person hier gelebt hat, wenn er mit seinem Hut durch die Wälder gestreift ist. Hä? Was soll das? Wie viele Küchen gibt es hier in diesem Haus? Das ist ja der Wahnsinn. Von außen eher unscheinbar, befindet sich innen noch einiges an Einrichtung und persönlichen Dokumenten. Was haben wir hier oben auf dem Fernseher? Das ist eine Gehaltsabrechnung von 1996. Wer von denen jetzt der Herr ist, der hier gewohnt hat, kann ich nicht sagen. Darüber noch eine Ehrenurkunde. Ehrenurkunde für deine Treue zur Gewerkschaftsbewegung seit August 72. Wurde der ehemalige Eigentümer gezwungen, dieses Haus wegen der Bahntrasse zu verlassen? Und wenn ja, wieso ließ er alles zurück? Oder verstarb er und keiner seiner Verwandten oder Erben interessiert sich mehr für dieses Lost Place? Lass es uns gemeinsam in diesem Video herausfinden. Das Haus soll irgendwo da hinten hinter den Bäumen sein. Ich kann es noch nicht sehen. Es wird das Haus des Eisenbahners genannt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir halt direkt an den Schienen sind und das Haus direkt an den Schienen liegt. Ich bin gespannt, was wir da gleich so zu sehen kriegen. Hinter den Bäumen kommt dieses Haus schon zum Vorschein. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Wie man an diesen Hölzern erkennen kann, für dieses ehemalige Eingangstor ist das Ganze schon ziemlich lange verlassen. Ich hoffe, wir finden drin ein Datum, seit wann das Ganze ungefähr verlassen ist. Ich bin sehr gespannt. Ich selber kenne dieses Haus noch nicht. Der erste Raum ist direkt so eine alte Latrine, das alte Klo. Diese Latrine ist sogar mit Teppich ausgelegt, damit man auch schön weich sitzen konnte. Schauen wir kurz nochmal rein. Man kann es so leicht erkennen, dass man hier reingeschissen wurde, aber das ist schon so lange her, dass das einfach ja, Bio-Erde geworden ist. Direkt neben dem Klo gibt es auch einen Raum. Das sieht dabei aus, als wenn hier einfach nur ein bisschen Müll gelagert wurde. Da haben wir noch eine Bürste hängen, ein bisschen Seil, ein paar Schläuche. Das Ding hat sogar noch einen Dachboden. Wahnsinn. Weiter geht's mit den Räumen dieses kleinen Nebenhäuschens. Also ich glaube, das war früher mal eine Küche, die außerhalb des Hauses stand. Einfach, wenn man irgendwie was gebraten hat, was mega gestunken hat, dass es nicht im Haus ist. Ihr kennt es wahrscheinlich von irgendwie Fritteusenfett oder so. Das bleibt auch lange in der Wohnung, im Haus drin. Ja, und hier hat man das halt umgangen mit so einer Outdoor-Küche, sag ich mal. Beziehungsweise mit einer Küche im Nebenhäuschen. Schauen wir mal kurz einmal rein, wie alt diese Sachen sind, die hier schon drin lagern. Ja, dieser Ofen fasziniert mich auch, einfach weil er so alt ist. Rechts steht noch ein Schrank mit einer Schnapsflasche. Mümmelmann, eine Jagdbitter. Ja, ich bin ja nicht so der für Kräuterliköre. Mein Magen kann er nicht so gut. Weiterhin haben wir so eine Keksdose, die auch schon übelst am Rosten ist. Royal Dansk Butter Cookies. Dort die Bürste des Besitzers, wo auch noch die Haare drin hängen. Im Schrank daneben hängt sogar noch so eine olivgrüne Jagdjacke oder Försterjacke. Auf dem Boden sehen wir noch eine alte Sporttasche. Die Sportschuhe des Bewohners und dieser alte Hut. Und wenn man diesen Hut sieht, kann man sich so ungefähr vorstellen, was für eine Person hier gelebt hat. So ein älterer Opa, ja, wenn er mit seinem Hut durch die Wälder gestreift ist. Vielleicht war er auch noch Jäger oder so. Und hat einfach nur hier in der Gegend gewandert und die Natur genossen. Und außerdem hatte der Besitzer wahrscheinlich auch einen Hund. Das sehen wir hier an der Schappi-Tüte, Vollkostbrocken. Gehen wir mal weiter. Da ist der Eingang zum Haus. Links so eine kleine Veranda. Hier liegt nur so ein bisschen Schrott rum. Und die Aussicht ist natürlich für mich persönlich nicht sehr gut. Jedes Mal fährt hier ein Zug lang. Also seitdem wir hier sind, habe ich jetzt schon 4 Züge gezählt. Außerdem haben wir draußen auch noch einen Ofen und so einen Küchenschrank mit ein paar Utensilien. Das gute Ballistolöl kann ich nur jedem empfehlen. Und bleib weg. In unserem Fall hilft dieses Granulat aber nicht. Steht darauf, hält Hunde und Katzen fern. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, direkt am Eingang wieder so viele alte Schränke mit so krass vielen Gegenständen. Eine Schallplatte haben wir hier von Glocken der Heimat. Sonst so ein bisschen Schrott und Müll da drin. Nichts Besonderes. Auch hinter uns in diesem Vorraum befindet sich so ein Schränkchen mit allerlei Sachen drauf. Direkt am Anfang kommen wir in die Küche dieses Hauses.
Uns fällt direkt dieses alte Frühstücksbrett auf. Mönchshofbiere, bewährte Tradition. So viele Kratzspuren, wie das Brett hat, wurde das übelst lange benutzt. In diesem Schrank haben wir noch ein bisschen Tee und Kaffeeweißer. Und daneben dieser uralte Ofen. Zu Urgroßmutters Zeiten wurde der noch benutzt. Ich stelle mir gerade vor, wie der Herr auf seinem Stuhl hier saß und seinen auf dem Ofen gekochten Tee oder Kaffee oder sonst irgendwas Zubereitetes zu sich genommen hat. Dann hier immer gesessen, die Zeitung gelesen, einen Blick aus dem Fenster gewagt, um zu schauen, wie das Wetter ist. Hat hier den Plan für den Tag gemacht, irgendwie so in der Art. Ganz interessant, hier haben wir Zeitung auf dem Tisch liegen, das heißt, wir haben ein Datum. Das ist das Ostpreußenblatt. Das ganze Ding ist von 16. November 1996. Wieso bestellt man sich hierhin das Ostpreußenblatt? Also wenn ihr es gerne wisst, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich bin da noch zu jung für. Ich kannte diese Zeitung tatsächlich vorher nicht. Hat am Tisch haben wir ein Behältnis für Kaffeefilter und Zwiebeln. Drin sehen wir nur ein paar Streichholzpackungen. Da steht sogar der Name drauf, Arthur. Oben drüber gibt es dann die alte Zebehalterung und das Gewürzregal. Außerdem befindet sich noch ein Küchenschrank hier. Mein Gott, wie viele Schränke hatte der in diesem Haus. Aber außer ein paar Teller nicht mehr viel zu sehen. Und, ich sehe gerade, eine Rapsölflasche. Ich weiß nicht, kann man sehen in der Kamera? Die ist sogar noch gefüllt. Ist sogar noch flüssig. Außerdem kommen die ganzen Tapeten schon von alleine runter, was darauf schließen lässt. Und dass das ganze Ding echt schon lange leer stehen muss. Also, ja, so sieht es dann auch wirklich hier aus. Weiter in der Küche sehen wir noch die Bekleidung des Herrn. Sieht auch aus wie so ein Arbeitshemd, so ein Malerhemd. Sogar mit irgendeinem Code hier. Vielleicht war der Herr vorher vom Beruf Maler oder sowas. Tun wir den Vorhang mal zur Seite und gucken, was dahinter liegt. Ja, ein paar Kornflaschen. Korken sehen wir, aber sonst nichts Interessantes. Was gibt es hier Spannendes? Noch mehr Schränke. In dem Schrank sehen wir ganz viele Blöcke. Was sind das für Blöcke? Was wurde damit gemacht? Stückbezeichnung, Materialnummer, Kostenstelle. Kann das sein, dass der Bewohner vielleicht auch bei der Bundeswehr war? Dass man dann Ausgegebenes hier drauf aufgeschrieben hat, ja, und als Beleg mitgenommen hat oder so. Keine Ahnung. Und wie viele von diesen Blöcken hier drin liegen, seht ihr das? Hinter uns im Schrank sehen wir noch ein wenig Kartoffelmehl. Fixe Tasse, vielleicht finden wir hier ein Ablaufdatum. Tatsächlich ist hier unten ein Datum, 20.09.2008. Also, das Datum ist 2008. Stellen wir erstmal so wieder hin, wie es war. Hier drunter sind noch ein paar Gewürze, Tellerlinsen und so weiter. Auch im Schrank daneben ein paar Gewürze. Pfefferweiß aus dem Garten der Natur. Mindestens haltbar bis Ende 2007. Also kann man davon wirklich ausgehen, dass es 2008 verlassen wurde. Auf dem Boden gibt es noch eine Sammlung an Schuhen von der Person, die hier lebte. Irgendwelche Tupperwarenboxen in diesem gelben Sack. Außerdem laufen wir gerade auf so einen Poncho rum, so einen Regenmantel. Von der Küche geht's dann ins Badezimmer. Und die Fliesen passen zu diesem Haus in der Natur. Passt wieder wie Faust aufs Auge. Nehmen uns direkt die Badezimmerschränke, dieser riesige Spiegel. Und noch ein bisschen Inhalt. Klerasil haben wir da. Silomat, nur Tropfen medizinisches Mundwasser. Ein Waschbecken, welches jetzt nicht gerade billig aussieht. Gibt's noch ein bisschen Haarspray und Zahnpasta. In der Schublade gibt es sogar noch eine eingepackte Zahnbürste von Curicur. Auch irgendwelche Tabletten sehen wir da. Oh, rechts sind noch eingepackte Zahnbürsten und so ein bisschen Palmolive-Seife. Also Hygiene wurde hier doch schon groß geschrieben. Finde ich gut. Dann noch diese Badewanne, die auch relativ okay aussieht, sag ich mal. Da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Und die Klamotten, die langsam aber sicher vergammeln auf diesen Stuhl, der früher wahrscheinlich nicht hier drin stand. Diese alten Hemden. Oh, es passt richtig zu dem Haus. Ich kann mir richtig vorstellen, welcher Bewohner hier gewohnt hat. So, so ein richtig älterer Herr mit dieser Mütze und mit diesen Flammenhemden. Und passt ja alles zusammen.
an der Wand hier oben hängt. Was ist das? Was soll das sein? Ist das ein Gesichtsbeutel oder was wurde damit gemacht? Oder ist das einfach nur eine Wärmelampe oder so? Weiß ich nicht. Da waren wir gerade drin im Badezimmer. Wir gehen jetzt ins, ich glaube, Wohnzimmer oder sowas. Oder Büro. Hä? Was soll das? Das hier ist auch Küche? Wie viele Küchen gibt es hier in diesem Haus? Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben jetzt draußen eine gehabt. Im Nebenraum hatten wir einen Ofen. Und dann hier auch noch. Hinter der Tür auch so ein Flanellhemd. So eine schnieke Anzugshose, wie man die von Opas kennt. Und dann die Spüle inklusive Öfen. Da ist so eine etwas neuere Version und dort die alte Version. Man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen heutzutage, wie heiß diese Platte werden konnte. Also ich glaube tatsächlich, dass der Mann alleine hier gewohnt hat. Das ist schon eine kleine Pfanne. Meine Oled passt hier gerade so rein. Auch daneben eine kleine Pfanne und so ein kleiner Topf. Sieht aus, als wenn er hier aus diesem Topf die Raviolis schön gelöffelt hat. Ich mache das ja auch so, ne? Wenn ich dann Raviolis koche, ich lasse sie dann direkt im Pott und esse sie da raus und tue die gar nicht erst auf den Teller, weil das unnötig dreckig machen, ne? Der ein oder andere von euch kennt das sicherlich. Neben diesen kleinen Pfannen gibt es auch noch so ein leicht verranztes Dingen. Auch der Stil der Fliesen passt genau wieder zu diesem Haus. Leider wurde auf dem Boden alles schon verteilt, die ganzen Zeitungen. Super Rätselblock. Hier ist gammeliges Olivenöl, da ist auch schon fest geworden da drin. Dort haben wir so ein paar Telefonbücher, auch von 2007, gültig bis 2008. Es ist immer offensichtlicher, dass das Haus 2008 verlassen wurde. Und ebenfalls zu diesem Haus passend diese Eckbank mit diesem Tisch. Ach, wunderbar, sehr, sehr schön. Auf dem Tisch befindet sich noch ein alter Bierkrug. Ja, so eine Paderborner, aber wahrscheinlich waren das irgendwelche anderen Leute. Mit einer Kerze. Es gibt noch eine Zeitschrift, die hieß Fisch und Fang. Anscheinend war das auch Fischer oder Angler. Und an der Wand ein privates Foto von einem Jungen. Ich schätze so 12, 13 ist er da. Muss ich aus Datenschutzgründen natürlich für euch verpixeln. Jetzt ist die Frage, war er das? Der hier gewohnt hat? Oder war das sein Sohn oder Neffe irgendwie so in Art? Aus der Küche raus in den nächsten Raum. Und das schaut aus wie das Wohnzimmer, das kleine. Guckt euch diese Tür an. Auch das passt hier perfekt rein. Links ein kleiner Schrank, ebenfalls mit einem privaten Kinderfoto von einem Mädchen. Auf dem Schrank ein paar Münzen, wo sie schon übertriebenst Patina drauf gesetzt hat. Oh, Leute, und dieses alte Mikado-Spiel. Wer von euch kennt's noch? Habe ich tatsächlich vorher auch mal gespielt, Mikado. Komischerweise habe ich immer verloren. Auf dem Hocker steht so eine übertriebenste, uralte Kiste. 60er, 70er Jahre Style, würde ich sagen. Mit Stricknadeln. Das ist auch so eine typische Nähkiste, wo dann auch irgendwie die Wollknäuel drin waren und so weiter. Also ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so fühlt. Wenn ihr euch für das Thema Lost Place interessiert, dann mit Sicherheit. Sowas an Location ist wirklich ein Traum. Es interessiert einfach keinen mal irgendwie, was hier passiert, was mit dem Haus los ist. So wie das hier aussieht, ist das ja, abgeschrieben. Irgendeinem muss es ja noch gehören, aber der interessiert sich dann wahrscheinlich gar nicht dafür. Weiter gibt es dann einen Fernseher von Blaupunkt und einen VHS-Videorekorder oder Abspieler von SEG. Früher in jedem Haushalt zu finden. Heute haben, glaube ich, nur noch Sammler bzw. Leute solche Abspielgeräte, die auch noch viele VHS haben. Was haben wir hier oben auf dem Fernseher? Leute, das ist eine Gehaltsabrechnung. Das ist eine Gehaltsabrechnung von 1996 mit Personalnummer und so weiter. Da steht auch das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum von dem Herrn ist der 7.8.1941. Eingetreten ist er in die Firma am 21.04.1992. Und das sind die Bezüge, die er bekommen hat.
überwiesen bekommen hat er 3.621 Mark und 3 Pfennig. 1992, also hat der wirklich für damalige Verhältnisse richtig gut verdient. Und wenn man sowas sieht, dann bekommt man immer mehr so, ja, wie soll ich sagen, Persönliches zu dieser Person, die hier gewohnt hat. Legen wir es wieder auf den Fernseher, wo es hergekommen ist. Hier können wir schon sehen, dass es anfängt zu schimmeln. Der schwarze Schimmel ist jetzt nicht gerade der beste. Ja, normalerweise müsste man hier drin schon eine Maske tragen, weil die Schimmelsporen sind natürlich auch in der Luft. Dann befindet sich dort die Couch, wo der Herr dann hier gesessen hat, seine Füße darauf gelegt hat und sich das abendliche Fernsehprogramm angeschaut hat. Dann geht's weiter in den nächsten Raum und hier steht tatsächlich noch was in den Schränken. Wahnsinn. Hier stehen die ganzen Gläser fast alle noch drin. Dort sehen wir ein paar Bücher. Wahrscheinlich die alte persönliche Brille von dem Mann. Auf dem Boden sehen wir, dass schon ein bisschen durchwühlt wurde und gesucht wurde nach irgendwas Wertvollem. Auf dem Sessel verschiedene Dokumente. Was haben wir da? Das, Automobilschutz 98 und eine Urkunde fürs Winterschießen 1982, 1983. Bronze. Hinter uns auf dem Tisch befinden sich auch noch persönliche Dinge wie diese Brille. So ein uralter, was ist das, Taschenrechner? Nee, eine Fernbedienung ist das von dem Fernseher da vorne. Sogar noch ein Sparbuch von der Dresdner Bank. Gibt es die überhaupt noch? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, ne? Hier gibt es noch eine Seite mit Einträgen. Der letzte wurde gemacht am 11.07.84. Der wurde nie irgendwie eingelöst, weil sonst sind die Sparbücher doch, glaube ich, immer gelocht gewesen oder entwertet worden. Das ist bei diesem Sparbuch nicht der Fall. Da war aber auch nicht viel drauf. 3,40 Mark? Na, ist nicht viel. Das Konto gibt es mittlerweile wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Und ich sehe gerade auf dem Tisch noch einen Schulungspass von VW. Inhaber war der Besitzer hier. 11.12.1970. Wo hat er denn überall gearbeitet? Das ist hier so ein Schulungspass für irgendwelche Schulungen bei VW oder für VW. Und am Tisch befinden sich noch zwei Fotos. Wer von denen jetzt der Herr ist, der hier gewohnt hat, kann ich nicht sagen. Auch hier ganz viele auf einem Bild. Ich weiß gar nicht, was es war. Vielleicht eine Kommunion oder so. Keine Ahnung. Darüber noch eine Ehrenurkunde. Wie viele persönliche Gegenstände sind denn hier in diesem Haus noch vorhanden? Ehrenurkunde für deine Treue zur Gewerkschaftsbewegung seit August 72. Und seine solidarische Mitarbeit bei der Verwirklichung wichtiger gewerkschaftlicher Ziele sprechen wir dir im Namen aller Mitglieder der Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik Dank und Anerkennung aus. Ein sehr, sehr interessantes Gebäude. Unten sind wir fertig. Schauen wir mal oben vorbei, denn es gibt noch ein Stockwerk. Jetzt gehen wir die Treppe hier mal nach oben und schauen, was uns oben noch so erwartet. Hier auf dem Boden kommt der Putz schon langsam von der Decke. Dort dann der Raum mit dem Teppich, das ehemalige Schlafzimmer. Und guckt euch mal an, wie schimmelig das Ganze schon ist. Wahnsinn! Der Kleiderschrank des Herrn ist leider komplett leer. Dann das Bett mit Bettwäsche sogar. Außerdem irgendwelche Flecken da drauf. Seht ihr das? Was sind das für Flecken? Also von der Decke scheinen die nicht zu kommen. Gleichmäßig glaube ich auch nicht, dass es irgendwas ist. Ja, trotzdem eklig. Außerdem sehen wir auf dem Tisch so ein altes Kassettenregal. Akkordeon-Hits. Eloisa, die Glocken von Rom und so weiter. Eine Landkarte von Italien und der Ausblick aus dem Schlafzimmer. Da ist sogar noch ein Fluss, seht ihr das? Der hierher führt, neben den Gleisen. Also das heißt, das Schlafzimmer war direkt neben den Gleisen. Weiter befindet sich in diesem Raum, ja, so ein wunderschöner alter Schrank. Ist doch traumhaft.
Ja, wie ihr seht, leider geht die Schranktür von alleine auf. Aber es ist ein sehr schöner, alter, glänzender Schrank. Drin befinden sich noch irgendwelche Karten über irgendwelche Kakteen oder was und Rasen und so weiter. Wie man etwas anbaut. Hier so Rezepte für einen leichten Salatteller. Früher, als es noch kein Internet gab, hat man solche Karten benutzt, um irgendwie Informationen zu erhalten, wie man was kocht oder was anbaut oder sonst was. Aus dem Schlafzimmer gehen wir dann nochmal Richtung diesem Zimmer. Das ist auch ein Schlafzimmer. Wieso haben wir zwei Betten? Haben tatsächlich zwei Personen hier drin gewohnt. Also ich habe, wie gesagt, nur einen Namen gelesen. Ja, was mich so ein bisschen wundert, ist die Tapetenfarbe, so Schweinchenrosa, seht ihr das? Ich habe aber keinen Hinweis auf eine weibliche Person hier in diesem Haus gefunden. Neben dem Bett noch so ein Adventskranz. Auch hier ist noch die Bettwäsche vorhanden. Neben dem Bett ein alter Nähmaschinentisch mit einem Plattenspieler oben drauf. Oh, das Ding ist auch schon wirklich asbach. Aber schön, dass es sowas noch zu sehen gibt. Ansonsten haben wir nur noch diesen Schrank. Schauen wir auch einmal draußen vorbei. Da steht der Heiko schon und wartet auf mich. Das ist diese Aussicht von dem Haus. Wir haben auch hier hinten noch einen Raum. Das sieht aus wie so eine ehemalige Werkstatt. Da ist noch ein Schuppen, gucken wir gleich mal rein. Und tatsächlich ist das eine alte Werkstatt. Mit ein paar Schrauben und Ersatzteilen, irgendwelche gefährlichen, brennbaren Stoffe und verschimmelnden Schränken. Das muss schon echt eine Weile liegen, das ist alles schon verrostet, das Ganze. Eine schöne kleine Werkstatt, wie man sich sie bei so einem Haus vorstellt. Weiter gibt es hier noch so einen komischen Unterstand, der schon komplett eingewachsen ist, so langsam. Diese alte Werkbank, die auch schon ewig hier draußen steht, so wie der Lack da abblättert. Auf der anderen Seite ist nie mehr zu entziffern. Was ist das hier auf dem Boden? Ist das irgendwie Sand oder Erde oder was? Wir sehen noch ein paar Schränke da, aber sonst auch nur Schrott. Vielleicht finden wir auch noch was in diesem Schuppen. Müssen wir unter diesem umgekippten Baum her. Ja, aber das war auch nur irgendwie so ein Lager für irgendwas. Auf dem Boden noch so eine uralte Werkzeugtasche, sogar noch Werkzeug drin, ein paar Pfeilen, Maulschlüssel und so. Diese Hütte wird aber auch irgendwann demnächst zusammenbrechen. Ja, Leute, das war's mit diesem Haus, mit diesem verlassenen Haus an diesen Bahnschienen, wo ihr gefühlt ja, alle 5 Minuten ein Zug herfährt, was mich übertrieben nerven würde, wenn ich hier wohnen würde. Wir haben noch einiges an Einrichtungen gesehen, einige persönliche Dinge. Das ist auch wieder ein Lost Place für mich, ja, so wie er im Buche steht. Bisschen durchwühlt, viel Ranz, viel Verfall, ja, einfach traumhaft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wollt ihr weitere Videos sehen? Wollt ihr weitere spannende Locations sehen? Schaut in meiner Playlist nach oder in der YouTube-Suche unter Urban Scurry. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.